Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir hatten jetzt die letzte Woche... Oh, hallo. Die letzte Woche damit verbracht, noch ein paar Sachen in Unruhestadt zu erledigen. Ich habe auch nachgeguckt, wann man die gute Frau abpassen muss für die Bombenmaske. Das dauert mir zu lange. Deswegen machen wir uns heute direkt auf zu den Sümpfen. Die Bombenmaske können wir auch noch später holen. Oh, ja, ja, ich bin erwachsen. So, und was wir vor allen Dingen machen ist... Zeit mal ein bisschen verlangsamen. Ich will nämlich alles in einem Cycle schaffen, sonst hat man dann Probleme. Muss man resetten mittendrin und so. Ich möchte jetzt das komplette, sag ich mal, erste Gebiet, ich will nicht sagen abschließen, aber zumindest sehr weit kommen. Jetzt wahrscheinlich nicht alles die Folge, aber alles in dem 3-Tages-Rhythmus. Ich wollte ihn eigentlich mit einem Schwert erwischen, okay. Gut, und jetzt gibt es hier nämlich auch gleich noch eine nette Zwischensequenz. Hier wie Blitz irgendwie. Wir haben auch keine Bomben, kann das sein? Ne, wir haben keine Bomben. Probier da mal was. Guck mal, da ist noch was. Gucken wir mal, dass wir alles schaffen. Erstmal gibt es die Zwischensequenz hier. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tail und ich haben das zusammen mit dem Horror Kid gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Er sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten danach. Haben sie es einfach im Stich gelassen. Na. No. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streich spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Als es dann den Besitz dieser unglaublichen Macht erlangte. Ich lasse das mal. Was ist mit dem hier auf sich? Da komme ich schon nie da hoch. Vielleicht mit dem? Zu dieser Truhe dort. Schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach, guck mal, da brauchen wir so eine... Es gibt so, Bohnen auch hier, so magische Bohnen, die man kaufen kann. Und die brauchen aber dann spezielles Wasser, dass sie wachsen. Das muss man alles natürlich dann direkt machen. Die wachsen halt nicht 7 Jahre wie in Ocarina of Time. Weil so viel Zeit wird hier ja nicht gemacht. Hier hinten ist auch Tingle, unser Freund. Ja.
Ein Fledermaus. Wie ist denn das? Das ist ein Flatterwicht. Unternimm was gegen ihn, bevor er dich auf dich stürzt. Heul mir dann bloß nicht die Ohren voll. Sehr gut. Gut. Müssen wir nämlich auch platt machen, weil der uns sonst im Weg steht. Aber behält ich das hier? Natürlich, wenn ich wechsle, nicht, ne? Also kann ich halt hier hochklettern, sonst würde nämlich runterstürzen. Hier oben erwartet uns nämlich noch etwas. Ein Herzteil. Ole, ole. Jetzt haben wir schon. Fünf Herzteile. Und da ist Tingle und da hinten gibt es dann noch ein Minispiel, wo wir jetzt noch nicht hin müssen. Und hier gibt es noch irgendwie eine Höhle. Die kenne ich gar nicht. Was gibt es hier? Ah, eine Truhe. Und Dekonüsse. Sehr schön. Bomben wären noch gut. Oh! Einen Stab! Juhu! Praktisch. Nett. Rubine können wir immer gebrauchen. Oh. Na, wir können ja immer dann, oder sollten uns daran erinnern, die in der Bank abzugeben. Letzte Woche habe ich das vergessen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich das vergessen. Und jetzt werde ich hier erstmal Dinge hier noch runterschießen, dass wir die Karte kaufen können für dieses Gebiet. Also, Freund, Tingle, du sagst immer dieselben Sachen. Heiße Fee, ja, ja, ja. Ja, ja. Dämmerwald. Hurra! Ja, ja, ja. Jetzt sagst du hier noch Tingle, Tingle, Kululimpa. Mach's gut, Bro. Okay, wir gehen jetzt hier weiter. Sümpfe des Vergessens. Und da oben das Herzteil, seht ihr auch diesen Deko-Händler, da müssten wir halt, für die Deko-Händler gibt es so eine Questreihe, wo man diese ganzen Landurkunden, die man kriegt, die wir im ersten Zyklus auch gebraucht haben, ohne Fee, nicht schlecht, kann man es mal merken, die wir im ersten Durchlauf gebraucht haben, kann man dann durchtauschen. Da gibt es in jedem der vier Gebiete gibt's einen Deko-Händler, wo man das dann durchtauschen kann, sodass ich hoffe mal, dass irgendwie Bomben, aber die droppen nicht einfach so oder was, dass man dann jedes Mal ein Herzteil kriegt. In allen der vier Gebieten gibt es jeweils ein Herzteil von so einem Deko-Händler. Das würde ich dann eher zum Ende hin machen, jetzt nicht jedes Mal. Verflucht, wo ist der bloß? Dieser verwöhnte Balk schwätzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nach Feen zu suchen. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Ich habe kein Bild. Huch, nimmst du uns zum ersten Mal teil? Der Sumpf-Infocenter veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber noch einer Bootsfahrt teilnehmen. Fragen erhältst du am Schalter gegenüber. Probier es aus. Mach ich. Kongumes Bootsfahrt, Büro derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie Magieladen. Achso, alles klar, verstehe. Ich erinnere mich. Dann müssen wir mir ein bisschen über den Sumpf hüpfen. Ja, sonst kommen wir da nicht hin. Das sieht aber erstaunlich gesund aus. Ich dachte immer, das sieht ein bisschen schlimmer aus. Da
hinten ist langsam ein bisschen lila, ne? Eigentlich ist das Wasser so ein bisschen lila. Na gut. Sehr gut. Also eigentlich wollte ich das ja sein lassen und könnte immer die Maske aufsetzen. So. Eigentlich könnte man erst in dem Laden fragen, aber ich weiß es schon, wir müssen da in diese Höhle. Und nach Kuume suchen. Kuume und Kontage sind nämlich hier nicht böse. Hätte es geklappt. So ein bisschen verlorene Welt, das Spiel hier. Du auf mir folgen. Müssen wir uns merken, den Weg. Links, rechts. Geradeaus, glaube ich. Und das ist auch noch ein cooler Gegner. Ein Schnapper. Auf diese Art und Weise, wie sich diese Dinge bewegen, zeigen sie niemals ihren verwundbaren Punkt. Ist jetzt gelangt. Dann geradeaus. Und dann links. Ich habe mir das ja noch gemerkt. Und dann wieder links. Da ist sie. Oh, aua, hilf mir! Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eins übergezogen kam. Dieses nervige Horror-Kit hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen. Oh, aua, wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde. Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du hast den nächsten Bein, was Energie wiederherstellt? Nee, habe ich nicht. Ach, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Ja. Die ist ja auch sehr nett. Gute Frau. Wie alle hier. Ich hoffe ja, dass man irgendwo eine Bombe kommt, aber anscheinend droppen Bomben nicht einfach so. Sad face. Dann hätte ich vielleicht auch... Was steht hier eigentlich? Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Okay, vielleicht brauchen wir das sogar, das frische Quellwasser, für später irgendwelche Sachen. Das wäre interessant zu wissen. Vor allem müssen wir hoch zu dem Laden. Interessanterweise gibt es hier hinten auch nochmal, oder? Da kommt von hier gar nicht hin. Ist hier da hinten auch nochmal eine Leiter. Aber egal, müssen hier noch rein. Und mit Kuume reden. Tihi, willkommen. Meine Tränke wirken gut. Wie? Was? Das Horror-Kit hat Kuume. Okay, das ist Kotage. Kuume ist sie mit dem Roten, alles klar. Wehgetan? Das ist doch lächerlich. Das Horror-Kit würde ihr doch niemals ernsthaft schaden. Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Sehr gut, rotes Elixier erhalten. Rasch, bring mir den Trank. Bring ihr diesen Trank. Das Beste oder Wichtigste daran ist, dass es unsere erste... Trinkflasche oder unsere erste leere Flasche ist von maximal 6, die man kriegen kann. Haben wir jetzt die erste. Und wie ihr vielleicht noch von Ocarina of Time oder generell von Zelda kennt, ist das sind leere Flaschen absolut Gold wert für alles, was man da rein tun kann. Man braucht die sogar, die leere Flasche, um den ersten Dungeon auch abzuschließen. Ohne eine leere Flasche kann man den ersten Dungeon quasi nicht vollständig abschließen. Jetzt könnte ich mich noch erinnern, wo die Fee war. Die würde ich nämlich dann gerne noch holen. Hier, lass schmecken. Oh, diese Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kotakis. Rot für die mit dem roten Dings. Oh, ich fühle die Energie in mir. Kuume ist wieder da. Die kann sogar am Wesen reiten, gell? Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eine Freifahrt verdient. Cool. Ich wollte eigentlich nicht irgendwo lang. Ich wollte einfach nur... Genau, raus. Was wollt ihr jetzt? Ach so. Du seien sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Sumpf seien voll auf giftigem Wasser. Tempel über Wasser, voll komisch. Bruder gehen zu Tempel, aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deku. Bruder von Deku gefangen, jetzt seinen Palast. Hilfe! Okay. Wir müssen also dem Affen helfen, ne? Wer es jetzt nicht gerallt hat.
ne? Ist das auch so ein bisschen das, was dann später bei Twilight Princess wieder aufgegriffen wurde. Und Affen hilft. Wobei bei Twilight Princess hilft mir generell Tieren, nicht nur Affen. Ich möchte mal gucken, ob die Fee da noch da ist. Wenn ja, haha, haben wir jetzt erstmal eine Lebensversicherung. Genau, damit unsere Fee, die Fee wird uns dann immer wieder beleben, falls wir sterben. Super. Man sieht da hinten auch so einen Octorok. An dem kommen wir jetzt nicht ohne weiteres vorbei. Und da gibt es auch giftiges Wasser. Und jetzt ist auch Koume hier. Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst im Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, da bekommst du das gratis. Die Fotobox. Die brauchen wir für zwei Quests, zwei Nebensachen. Reicht zwar nur für einen Schnappschuss, dieser kann jederzeit wieder ausgetauscht werden. Okay. Zum Kerl da drüben. Also gut, Fahrt geht los. Wir haben nämlich, glaube ich, auch jetzt bald noch Herzen entlocken. Willkommen zum Bootsfahrt. Drücke C, um die Fotobox auszurüsten und sehe ich aus dem Genieße die malerische Sumpflandschaft. Wir können unsere Maske nicht abnehmen, die haben wir jetzt die ganze Zeit, okay. Ja, und der eigentliche Clou ist natürlich, das haben wir zwar jetzt noch nicht gesehen, aber wenn man hier weiterfährt, ist dann da hinten ein Punkt, wo ein Octorok uns im Weg steht. Und mit diesem Boot machen wir den Octorok platt. Gibt es sogar noch was zu lesen. Hier gibt es auch noch was. Können wir noch ein paar Rubine schnappen. Aber der Typ, der muss weg. Und da macht das Boot einfach. Piekst ihn einfach weg. Und so kommen wir dann einfach hier durch. Easy, oder? Okay. Boah, der lag sich an. Ich weiß nicht, ob es auf dem N64 auch so laggy war. Aber hier ist es ja unglaublich. Ja, man könnte hier einsteigen und dann könnte man auch noch weiterfahren. Wir fahren. Eco-Palast. Was ist vergiftet? Pass auf, wo du hintrittst. Willst du von Bord gehen? Ja. Ich finde sogar noch mal einen Affe und möchte uns zeigen, wo wir hingehen. Dum, 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 dum. Also wir müssen erstmal Ego sein, dann kommen wir auch durch. Dies ist der Regentenpalast des Dekoreichs. Zutritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schmähung des Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge diesen Halt geradeaus bis zum Tor, betrete aber auf keinen Fall andere Bereiche. Das ist ein Hinweis dafür, dass man es natürlich machen soll. Reden wir mit ihm. Ah, guck mal, da ist der königliche Butler. Hallo. Jetzt, da unsere geliebte Prinzessin vermisst wird, ist der König stets aufgebracht. Ich fürchte, die Prinzessin befindet sich in Schwierigkeiten, so wie es der Affe behauptet. Aber in seiner derzeitigen Verfassung ist der König nicht in der Lage, Truppen nach ihr auszusenden. Was sollen wir denn bloß tun? Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein Besucher? An und für sich sind Fremde in meinen Thronsaal nicht willkommen. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Der dumme Affe, der die Deko-Prinzessin entführt hat, wird heute bestraft. Das ist ein Angriff auf die königliche Familie. Die werde ich... Ich werde ihm schon zeigen, was er zu verfolgen hat. So dummer Affe sitzt dort in dem Käfig. Sieh ihn dir gut an. Mach mal. Jo, Affe. Die behaupten, ich hätte sie entführt. Aber egal, wie oft ich es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Ist es vor allem mal Glaube? Wenn ich hier nämlich ein Foto von dem Typen mache, glaube ich. Das ist recht im Sinne. Ein bisschen zurück vielleicht. Oder. Guck mich mal an. Ja.
nehme ich ein Bild. Und mit dem Bild würden wir, glaube ich, ein Herzzeug kriegen, solange wir das am ersten Tag dem Typen zeigen. Deswegen überlege ich jetzt, dass ich mal kurz zurückgehe. Olga, was möchtest du jetzt? Sei mein Bruder gesund. Du gesehen, Eingang zu Käfig. Wir kennen Geheimweg. Finde Weg vom Eingang zum äußeren Garten aus. Aber Eingang hoch oben. Niemand kommt hinauf. Brauchen Erbse von Erbsenverkäufer. Wohnen unter Palastgarten. Okay. Ja. Oh, du klug sein. Pflanze Erbsen, weiche Erde mit äußeren Garten. Rest selbst raus und schnell. Elf Bruder. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss dort eine Erbse pflanzen irgendwo. Oh Gott. Hier. Hier müsste ich eine Erbse irgendwie pflanzen. Ah, um da hinzukommen oder was? Nee, das ist ja Quatsch. Naja, ich müsste auf jeden Fall jetzt mal kurz den Schnappschuss zurückbringen. Wo der Tag um ist, sozusagen. Guck ich mal, wo man hier genau hinkommt. Was steht hier? Ich kenne mich hier, wie gesagt, nicht ganz so. Der Abkürzung nur für dich. Ich kenne mich halt nicht ganz so gut aus wie bei Ocarina of Time natürlich. Merkt ihr hier an jeder Ecke. Ich laufe nicht einfach straight irgendwo hin, sondern ich überlege dreimal. Frage, reicht das vom Weg her? Ach so. Die haben wir killen, wenn die genau über einen stehen. Kann man erwischen, wenn die genau über einen stehen in der Pflanze halt. Die andere möchte ich jetzt bitte, dass sie mich nicht erwischt. Irgendwie nett. Und da ist das eins der, wie heißt der zwei Skulltula-Häuser. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt mit meiner jetzigen Ausrüstung schon alle Skulltulas dort kriegen kann. Da muss man auch wieder in dem Fall alle Skulltulas in einem Durchgang finden. Und da ist eine Eule. Was macht eine Eule dort? Schuhuhuhuhu, welch seltener Anblick. Du bist doch ein Feenkind, oder? Was magst du wohl hier im vergifteten Sumpf verloren haben? Es steht mir nicht zu, deine Entscheidung in Frage zu stellen. Du kehrst wohl besser in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat keinen Schutzgott, hat seinen Schutzgott verloren. Doch war es ohnehin sein Schicksal, aus der Existenz zu verschwinden. Tschuhu, dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Doch hast du den Mut, dem Antlitz des Schicksals gegenüberzutreten, werde ich dir etwas lehren. Hast du die Steinstatuen bemerkt, die Abbilder von mir sind? Im ganzen Land habe ich sie verteilt, um dem zu helfen, der die Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Wo immer es erscheinen mag. Sofern du ein Zeichen deiner Anwesenheit an einer dieser Statuen hinterlassen hast, so wird dir das Lied, welches zu meinen Füßen eingraviert ist, vom großen Nutzen sein. Merke es dir gut und zögere nicht, davon Gebrauch zu machen. Nehmen wir dir diese Melder, die erklingen lässt, soll unsere ewige Freundschaft die Grenzen von Zeit und Raum überwinden. Whatever you say. Noten sind in den Stein gemeißelt. Ich habe eine grobe Idee, was ich jetzt hier so alles mache, in welcher Reihenfolge. Das Lied der Schwingern. Diese Melodie lässt sich die Lüfte einschweben und die Windeseile bei einem steinernen Vogel landen. Also, zuerst, wenn ich jetzt einmal hier oben bin, eigentlich müssten wir erst das in dem Garten machen und alles. Aber ich bin nur einmal hier, weil ich eigentlich zurück wollte, dieses Bild abgeben. Und jetzt, da ich einmal hier bin, kann ich auch kurz hier hingehen. Ich kann zwar hier das noch nicht den Palast, der ist da in dem Dings in der Mitte, den kann ich nicht rufen. Sozusagen, aber ich kann zumindest
Da ist eine Statue, die Statue aktivieren. Das ist doch erstmal das Wichtigste. Deku-Stab, okay. Ich will gar nicht sogar einfach eine Bombe ablassen, oder? Das wäre nett, wenn du mich hier nicht runterdrängst. Da hinten, das Ding da hinten ist eine Feenquelle. Brauche ich jetzt natürlich nicht. Was ich brauche. Ah, wenn du das Zeichen des Dekus ist. Ich frage mich, ob es hier Göttern gehuldigt haben. Auf jeden Fall kann man nämlich hier diese Statue aktivieren. Das heißt, wir können jederzeit zurückteleportieren. Okay. Dann will ich jetzt mal gucken, was hier hinten ist. In der Truhe, und dann gibt es da, wenn man den ganzen Weg zurückgeht, auch noch eine Truhe, wo eventuell noch ein Herzteil ist. Bin nicht ganz sicher. Okay, gab es jetzt noch 5 Rubine, okay. Und jetzt geht's hier oben, ist die Fee. Für das Dungeon sozusagen. Gibt ja in jedem Dungeon, für jedes Dungeon eine Fee, die so kleingeteilt ist. Wie die Fee in der Stadt. Aber die hätte ich jetzt gerne gehabt, ehrlich gesagt. Hier geht es auf jeden Fall ganz schön ab, merkt ihr, ne? Und hier gibt es da hinten eine Truhe, die ich gerne hätte. Gibt es doch bestimmt ein Herzteil. Wenn ich mir das richtig erinnert habe, gibt es jetzt ein Herzteil. Jetzt ist geil, wie er da in die Truhe reinrennt. Kleine Deku. Nice. Noch ein Herzteil. 2 Herzteile heute gefunden. Gibt es noch eine Truhe da hinten, ne? Vielleicht kommen wir da hinten. Haben wir alle Truhen hier noch abgegrast. Rubine und so können ja nie schaden. Und dann teleportiere ich mich zurück. 20, nicht schlecht. Und zwar ich möchte einfach mal die Melodie lieber in der Ocarina spielen. So rum war's. Gut. Dann geben wir dieses Foto ab und kriegen hoffentlich noch ein Herzteil. Zünft des Vergessens, ne? Genau. Also mit der wichtigste Melodie hier, also neben der Melodie der Befreiung oder wie man es nennen will, ist das einfach super praktisch und wichtig, sich dann überall rum teleportieren zu können. Alleine dann, wenn du überlegst, diese ganzen Nebenquests mit den Dekus hier, was ich gemeint habe, muss man halt nicht überall hinlaufen, sondern kann einfach die Melodie spielen und ist dann in 0, nichts da. Da kann man das dann relativ schnell abgrasen alles. So, Bro. Oh, der König. Wirklich beeindruckend. Nur Deku-Keller dürfen die Palast treten. Wie hast du dieses Bild machen können? Ein wahrlich hervorragendes Porträt. Für diesen raren Schnappschuss bekommst du einen großen Preis. Tada. Nice. 3 Herzteile diese Episode. Und jetzt möchte ich... Kann ich jetzt nochmal mitfahren? Was kostet eine Fahrt? Hm? 10 Rubine. Komm. Da bin ich schneller da, glaube ich. Schneller da als wenn ich jetzt als Deku-Kerl hier versuche, mich da durchzuklettern. Dafür hätte ich Rubine gespart. Naja. Guck ich mal ein bisschen auf die Zeit hier. Sind wir fast eine halbe Stunde dabei. Das kriegen wir noch hin. Wir müssen durch den Palast, wo es noch mal ein Herzteil gibt.
Das wäre cool. Da hatten wir echt ganze 4 Herzteile in einer Episode. Und dann müssen wir da durch zu diesem Bohnenverkäufer. Und dann brauchen wir noch neben einer Bohne auch noch das Quellwasser, was in seiner Quelle ist, was aber nicht ewig hält. Da müssen wir dann unsere gute Fee dann doch entlassen. Aber wir können ja vorm Palast, dann haben wir ja gesehen, in so einer Vase gab es ja dann nochmal eine. Das ist ja ganz cool. Ja, also wir haben noch einiges vor. Auch nach dem Palast haben wir noch einiges vor, weil in dem Palast kriegen wir, Spoiler, einen Bogen. Und mit dem Bogen können wir dann auch noch richtig viele Danke. Ich möchte vom Bot gehen, ja. Mit dem Bogen können wir dann auch noch richtig viele Minispiele machen. Wir haben ja dann Bomben und einen Bogen, das erlaubt uns... es gibt 2 Schießbuden, wo man spielen kann. Da gibt es jedes Mal einen Köcher und auch ein Herzteil. Und dann gibt es noch hier Schätzchen und was weiß ich wen. Hier gab es eine Rubine, ne? Genau. Schätzchen und irgendwas. Auch so ein Minispiel-Ding. Die haben jeden Tag ein anderes Minispiel. Da brauchen wir einmal Bomben und auch auf jeden Fall einmal Bomben und... Ui. Okay. Brauchen wir auf jeden Fall Bomben und den Bogen. Ich weiß nicht genau, was das letzte Spiel ist, aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden. Bei dem einen muss man Bomben in so Körper werfen, so ein bisschen wie Basketball. Und das andere ist so Zielschießen sozusagen. Och. Nervig. Ich hasse solche Einlagen, wirklich. Na. Dann wenn ich hier reingucke. Also dann geht's doch dann nach rechts weiter, oder? Ja, da muss man hin. Oh, den nehmen wir mit, oder? Die Biene kann man immer gebrauchen. Wie läuft der eigentlich dort? Okay. Wie rauskommt der? Reicht das jetzt? Easy. Cool. Ah, da gibt es das Herzteil, alles klar. Okay. Also war das der Bereich, wo wir noch ein Herzteil kriegen. Haben wir jetzt schon 3. Ich dachte, das Herzteil läge irgendwo oben, aber das ist auf der Seite. Wahrscheinlich müssen wir dann einfach auf der anderen Seite. Geht's dann eigentlich weiter. Ja. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es da weitergeht, aber ich glaube, in einer Richtung gab es das Herzteil, in der anderen Richtung ging es dann storymäßig weiter sozusagen. Bisschen wie die Garten bei Prinzessin Zelda. Nehmen wir noch den Rubin mit natürlich. Cool. Na komm. Da hinten ist dann das Loch, wo wir rein müssen, glaube ich. Glaube ich jetzt zumindest. Auf jeden Fall hochklettern, aber es ist hier. Ah, hier ist das mit dem. Hier ist dieses kleine Quellwasser, was wir dann brauchen. Wo ist der Dude? Der sitzt hier oben wahrscheinlich. Genau, grüß dich, Digga. Mampf, du bist der erste Kunde seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen? Sobald vom Wasser benetzt werden, wachsen die großen Blätter aus ihnen heraus. Gib dir einen Musterexemplar. Versuche, eine weiche Erde zu pflanzen. Dann kannst du jederzeit mehr kaufen. Wachsen die auch Blätter nicht? Ja. Kauf ich.
Aber wie alle Items sind die dann halt nach dem Zyklus weg, deswegen sollte man... Habe ich jetzt auch nur zwei gekauft? Und wir haben zwei gekauft, das wollen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Da ist ja weiche Erde, was passiert, wenn wir da reingehen? Wir brauchen dieses Wasser. Ja, das sieht doch anders aus wie normales Wasser. Das ist jetzt Quellwasser. Wie lange hält das? Okay. Das ist aber dasselbe wie in der frischen Quelle wie bei Kume. Das ist interessant zu wissen. Ich dachte immer, das kann man nur quasi hier finden, dieses Wasser. Und das stimmt nicht ganz. Hallo? Warum bist du einfach losgeflogen? Warte mal, bis es wieder hier ist. Ich möchte jetzt nicht, dass das Quellwasser mir irgendwie dann in letzter Sekunde schlecht wird, sozusagen. Also man kann es noch hier kriegen. Wenn es natürlich am Infocenter natürlich noch eins gibt, dann natürlich noch besser. Ah, da gibt es eine Truhe. Okay. Da ist auf jeden Fall der Preis für diese schon wieder drin, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier eigentlich oben rum. Achso, hier kommen wir nicht hoch. Stehe. Richtig, da müssen wir, genau, das war jetzt das. Wir müssen da die Bohne pflanzen und dann können wir da das Wasser. Jetzt habe ich es verstanden. Dachte. Ich muss hier immer mit ein bisschen Schwung. Keinen Schwung hat, kann man nicht so weit fliegen. So, und jetzt machen wir halt hier die Bohne. Ah ja, zu weit weg, ich weiß. Hallo? Das interessiert mich nicht, die Bohne. Können wir nämlich hier hoch, wo wir sonst nicht hochkommen. Warum ist das so wichtig? Weil wir ja zum Affen wollen. Ein bisschen blöde hier ist dann... Ich dachte, hier ist eine fixierte Kamera. Ist gar nicht. Wir haben auch dieses Deko-Minispiel schon gemeistert, deswegen ist das hier alles kein Problem für uns. Das war ja wesentlich schwerer. Arsch. Arsch, wirklich. Ja, bitte fang uns. Oh, hat er uns runtergeschmissen, das Schwein. Oder der Deko eher. Naja, das ist jetzt noch das, was wir schaffen müssen. Dann reden wir mit den Affen. Und dann kommen wir zum Palast. Und das ist das, was ich heute schaffen wollte. Ist schön, dass das auch wirklich klappt in der Zeit. Da können wir nämlich nächste Woche den Palast machen. Und den dann in einer Episode quasi abschließen. Dann könnten wir dann die nächste Episode quasi so nach dem Palast machen. Weil da gibt es, wie gesagt, noch einiges auch, was wir nach dem Palast noch zu erledigen haben. Und das wäre halt cool. Treffen, ne? Einiges auch nach dem Palast zu erledigen und das könnte man dann alles in einer Episode dann auch noch abhaken, hoffentlich. Wie gesagt, die Minispiele mit dem Bogen werde ich natürlich nicht alle schaffen, weil ich jetzt nicht an einem Tag durchkomme. Je nachdem wie die Zeit also ist, könnten wir vielleicht sogar zwischendurch kurz ja, das wird wahrscheinlich nichts. Nach Unruhstadt sozusagen. Und dort das mit der Frau erledigen, mit der Bombenfrau, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite. Das Problem ist halt, dass sie hier ganz schön nerven. Okay. Da
darüber und dann auf diese andere Plattform. Oh, was? Mann! Die war dann... Die hat irgendwie aufgehört, sich zu bewegen, oder was? Jetzt machen wir das Ganze nochmal. In der Hoffnung, dass... Okay, hier gibt es extra eine Pflanze, wo man die Kunisse auffüllen kann. Wie nett. Weil, wenn die jetzt ganzen wieder alle, wie sagt man, wenn die jetzt alle wieder neu gespawnt sind, die Gegner, dann muss ich leider... Ja, natürlich. Gut, und ihr so? Ich stehe so rum. Hoffe, dass ich nicht gelaufen werde. Och, komm! Mann! Ja, die Frage, wenn ich hier außen rum gehe und nicht erwischt werde, die dann auch noch spawnen oder halt nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, warum ich das eine schlechte Erinnerung habe. Immer da rumhüpfen. Wir waren schon eigentlich fast am Ende. Das war dann der vorletzte Sprung oder so. Wir hätten uns die Kunisse holen müssen. Egal. So, jetzt die große Frage. Ist er wieder da? Natürlich. Was hast du so den ganzen ersten Tag gemacht von dreien? Ich habe versucht, ein blödes Sprungminispiel zu schaffen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Unglaublich. Oh, Menno. Hier bin ich. Na toll. Muss man den von vorher mit, am besten mit dem... mit der Blubberblase abschießen oder was? Tja. Probier's mal. Okay, vielleicht ist das der Trick. Sollte ich mich ein bisschen beruhigen. Jetzt darüber aufzuregen, macht alles nur noch schwerer. Niedrig. Muss ich jetzt probieren. Warte mal, geht einfach weiter. Okay. Kann den einfach ignorieren. Das wissen. Okay, das entspannt die Sache auch. Die Lenz. Ich dachte, man muss das mit so Bomben machen, aber umso besser. An sich hat man hier genügend Zeit, das noch zu korrigieren. Cooler, dass ich es eigentlich auch ohne das mit den Bombenwerfen geschafft habe. Okay. Jetzt muss man da rüber und dann da hoch. Oh, okay. Gleich geschafft. Ich hatte das glaube ich schon mal, dass ich schon gehört, die Dinger läuten schon, dass ich während das geläutet habe, gerade aus einer Dekoblume gesprungen bin und ich dann den Sprung nicht geschafft habe. Aber ich denke, das schaffe ich jetzt. Ich habe die Zeit verlangsamt. Wenn die Zeit normal gelaufen wäre, dann wäre es jetzt schwieriger gewesen. Aber okay, ich bin hier. Kann mit dem reden.
Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal, wie oft ich sage, die bringen die Russen auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt jemand selbst in einem Monster zum Opfer. Warum wollen sie mir nicht glauben? Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich oder tut, was immer ihr wollt. Achso. Muss ich das hier machen? Ja. Ah, die meinte ich. Genau dieses Instrument hatte auch die Prinzessin. Deku-Pfeifen. Damit wird es funktionieren. Nebenbei. Wer bist du? Huch, das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deku-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er mir meinen Worten keinen Kamm. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel und sie retten. Verstehst du mein Anliegen? Ja. Heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Nun klar. Sehr gut. Lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor. Hör gut zu. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Oh oh. Nimm die Abkürzung, welche das Deku-Volk benutzt, um zum Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Wie auch immer die Bestrafung aussieht. Auf jeden Fall haben wir die Abkürzung ja schon genommen. Wir haben es ein bisschen verkehrt rumgespielt sozusagen. Aber da wir schlauerweise die Statue aktiviert haben, können wir einfach direkt dahin teleportieren. Noch den Dämmerwald-Tempel aus dem Wasser heben, würde ich sagen, mit der Melodie, die wir gerade gelernt haben. Und dann ist es gut für diese Woche. Na, nächste Woche geht es dann, wie gesagt, in den Tempel selber. Und da wird es dann auch nochmal richtig spaßig. Wir könnten vor allen Dingen jetzt noch fix genau, die Fee noch holen. Und jetzt spielen wir noch die Dingsbums des Erwachens. Okay. Eine Salida, die ich mir nie merken kann, weil man die, glaube ich, nur hierfür braucht und sonst nie wieder. Episch. Also schon sehr erfolgreich heute. Wir haben einiges hier an Story voranbekommen. Wir haben 4 Herzteile gewonnen und eine Flasche bekommen. Einwandfrei. Und jetzt werden wir hier speichern. Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Ja, 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 ja. Möchtest du deinen Fortschritt speichern und das Spiel beenden? Ja. Also, dann an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.